Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Lieber Manfred Hohensinner, freut mich wirklich sehr, da sein zu dürfen bei dir. Grüß dich. Grüß dich, lieber Gerd. Schön, dass du bei mir bist, bei uns bist und herzlich willkommen. Du wirkst als Wertebotschafter für uns und das war bei uns im Team ein wirkliches Anliegen, weil ich selten so einem herzlichen, offenen, authentischen, einfachen Menschen begegnet bin wie dir. Was sind so deine Zugänge? Woher nimmst du die Bodenhaftung? Zuerst einmal ist mir eine sehr, sehr große Ehre und Freude, dass ich als Botschafter für Bewusst gemeinsam leben agieren darf und auf deine Frage einzugehen. Die ist schlichtweg mitgewachsen. Aus meiner Kindheit heraus, mit meiner Tätigkeit als kleiner Landwirt, Bergbauer, und habe da ein Erlebnis im Kopf. Da war ich, glaube ich, die 5 Jahre. Wir haben das Korn noch geschnitten, per Hand. Und meine erste große Aufgabe war es, die Korneier, was am Boden gefallen sind, aufzusammeln und diese meinem Vater zu geben. Und das habe ich geprägt, diese Verbindung. Also von den Wurzeln her sehr, sehr viel mitgegeben. Du hast ein einzigartiges Unternehmen in die Welt gesetzt, was auch nicht ganz einfach war. Was waren die größten Herausforderungen? Und vor allem auch, wieso bist du dran geblieben? Wieso hast du nicht aufgegeben? Das Dranbleiben ist relativ einfach, wenn man selbst überzeugt ist und die Freude spürt, dass es einfach nur dieser Weg sein kann. Und wenn man das offen betrachtet, wohin wir unterwegs waren mit der Gesellschaft, dann haben wir alle schon irgendwie gemerkt, dass es nicht der richtige Weg sein kann. Und ich habe das eben sehr, sehr früh gesehen und habe eben versucht, andere Wege zu gehen. Und wenn man versucht, gegen den Strom zu schwimmen, dann braucht man sich das nur mal versuchen, dann merkt man erst, wie stark der Strom ist, der was einem entgegenkommt. Nur wenn man dann das geschafft hat, dann eröffnet sich eine Weite und ein unglaublich wunderbares Bild. Und glaube ich, dort müssen wir hin, damit wir sehen und das spüren, was wir zu tun haben. Und in meinem Bereich ist es eben, Lebensmittel zu produzieren, Mittel zum Leben. Eine wunderschöne Aufgabe mit meinem Team. Und wie gesagt, und es ist auch ganz was Großes, das Wertvolle machen zu dürfen. Für die Menschen, mit den Menschen, für die Umwelt und für unsere Kinder und Enkelkinder. Und das ist das Schöne dran. Du hast jetzt schon die Antwort gegeben, was wir oft sehen, Manfred, ist, dass ein Unternehmer natürlich dem eigenen Unternehmen verpflichtet ist, da voll investiert, und bei dir merkt man einfach, du hast wirklich einen ganz großen Wunsch, dass wir als Gesellschaft in eine gute Richtung gehen. Was ist da deine Motivation? Weil du hast so unglaublich viele Aufgaben im Unternehmen und nimmst da trotz alledem sehr, sehr viel Zeit, um zu sagen, wo könntest du mitwirken, dass, wie gesagt, gesamtgesellschaftlich in eine gute Richtung geht. Das ist ganz einfach zu beantworten. Die Gesellschaft sind wir alle. Und ich möchte einfach meinen Beitrag an der Gesellschaft leisten, weil wir nur gemeinsam den neuen Weg, den Paradigmenwechsel beschreiten können. Das kann man alleine nicht. Kein einziges Unternehmen kann das alleine. Wir brauchen füreinander, ineinander und miteinander. Und wir sitzen alle nur auf den einen Ast. Der eine ein bisschen weiter vorn, der andere ein bisschen weiter hinten. Das ist unsere Mutter Erde. Und an dem segnen wir. Und wir müssen alles unternehmen, damit das Segen aufhört. Und da braucht es die ganze Gesellschaft. Da hilft der Hohensinner und die Frutura alleine gar nichts. Mhm. Wir alle gemeinsam sind es. Und wenn der Kern auch nur ein kleiner ist, das ist wie, wenn man einen Kieselstein in ein ruhiges Gewässer schmeißt. Kommt zuerst ein kleiner Kreis und dann wandert es nach außen. Mhm. Und in diesem Fall soll es nach innen wandern, in die Herzen hinein.
Schön, das Außen und das Innen. Welche Rolle oder welche Aufgabe siehst du für uns als Initiative Bewusst gemeinsam leben in der jetzigen Situation? Ganz eine wichtige, die zentrale Aufgabe. Ihr verbindet die einzelnen Interessen von verschiedensten Institutionen, Gesellschaften, Menschen und Gebietskörperschaften, um das gemeinsam abzubilden. Und jetzt ist es Zeit, dass ihr euer und unser Leitspruch gemeinsam ist, hier diese Veränderung herbeizuführen. Und du brauchst einfach ein Kommunikationszentrum, wo alle sich andocken und wieder weggehen. Ja? Das braucht man einfach und das seid ihr. Und darum bin ich da so gern dabei. Schön. Wir brauchen Wertschöpfung und Wertschätzung. Das ist zum Beispiel Aussage von dir. Welche Rolle kann die Bauernschaft in Österreich noch spielen in der Entfaltung künftig? Ich glaube, die Bauernschaft ist eine zentrale Rolle. In einer ganz, ganz zentralen Rolle. Und Corona hat dir gezeigt, um was es geht. Was ist das Wichtigste? Es sind vier Bereiche entstanden durch Corona in der Wertigkeit. Lebensmittel, Lebensraum, Lebenskultur und Lebensmobilität. Alle vier Bereiche sind untrennbar ineinander verbunden. Und die Bauernschaft ist verantwortlich zum Großteil für den Lebensraum. Aber damit sie den Lebensraum auch schützen können für die Allgemeinheit, muss dieser Lebensraum die Wertigkeit erhalten und müssen die Produkte, was sie produzieren, auch dementsprechend die Wertigkeit erhalten und in der Gesellschaft so wahrgenommen werden. Und darum hat die Landwirtschaft und die Bauernschaft eine riesen Zukunft, aber in einem Bereich, wo man Lebensmittel produziert für die Menschen, landwirtschaftliche, bedarfsgerechte Produktion und nicht was zu produzieren, was keiner mehr braucht. Ja? Und wie gesagt, die Landwirtschaft hat riesen Zukunft, nur wir müssen sie neu ausrichten. Und was ich auch so faszinierend finde, Manfred, ist, dass du nicht in Opposition gehst, sondern als Verbinder wirkst, das sowohl als auch nur gemeinsam konkret miteinander. Welche Rolle spielt da der Handel jetzt in der Achse Erzeuger, Produzenten? Ja, ganz eine gewichtige Rolle. Der Handel ist ja das verbindende Glied zu den Konsumenten in vielen Bereichen, wie gesagt auch im Onlinehandel und so weiter, in vielen Bereichen. Und glaube ich, es geht nicht ohne Handel, der Handel kann ohne uns, ohne die Produktion nicht und so weiter, umgekehrt wir nicht ohne ihn. Ja? Es ist ein Miteinander. Ja? Und bis jetzt war es oft ein Gegeneinander und jetzt muss es ein Miteinander sein, weil, wie gesagt, alles Negative, was wegzieht, wird irgendwann zum Problem. Und wir kennen die Probleme zu Genüge, was wir haben, und wir kennen auch, wenn Panik ausbricht, ja, wir kennen, dann müssen die Räder funktionieren. Das heißt, wir müssen uns so gemeinsam aufstellen, dass wir auch in Krisensituationen krisenfest sind. Und dass wir in normalen Situationen Freude haben an unserem Leben. Also wie gesagt, es braucht ein Miteinander. Es kann nicht eine den anderen aussagen und umgekehrt. Das funktioniert nicht. Wir stehen für die Lebensmittelversorgung in Österreich, haben sehr, sehr starke Erzeugermarken dabei, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und der Handel, zumindest die großen Ketten, gehen immer mehr in Eigenmarken. Das ist ja euch gelungen, als Frutura euch da wunderbar zu positionieren. Was würdest du da den Erzeugern noch mitgeben in diese Richtung? Die Eigenmarken sind meistens ein Resultat. Es gibt zum Beispiel im Obst- und Gemüsebereich ganz, ganz wenig Eigenmarken. Gibt es eigentlich nicht. Obst und Gemüse ist anonym. Und wir haben Diplomautomaten geschaffen, Schreiber Genusstafel. Kennt man heute. Und warum kennt man sie? Weil sie schmecken. Ja? Und Eigenmarken sind aus vielen Bereichen heraus entstanden, soweit ich das einschätzen kann, weil man als Grundmarke vielleicht überheblich geworden ist, vielleicht die Zeichen der Zeit nicht ganz erkannt hat, und vielleicht dementsprechend den Handel als Partner nicht in der Form mitgenommen hat, wie es der Handel gerne gesehen hätte. Und so hat sich der Handel gesagt, na, probiere ich das halt mal selbst. Ja? Und so ist eigentlich die Thematik entstanden. Und siehe da, es hat dann funktioniert,
Ja? Und dann hat man das natürlich versucht, den kaufmännischen Interesse aufzubauen und auszuweiten. Ja? Warum auch nicht? Ja? Und so quasi, und darum ist das entstanden. Aber wie gesagt, eine Markenbildung hat sehr viel mit Wertigkeit zu tun. Des Produktes, aber auch der Region und der Menschen dahinter. Und eine Marke muss das vermitteln, was sich die Menschen erwarten, aber auch, was sie sich vom Produkt erwarten. Und es ist sowohl wie auch, ja. Und heute haben wir beides gemeinsam. Und ich glaube, auch hier entsteht ein gegenseitiges Befruchten. Ich sehe das nicht als Mitbewerb, sondern als gegenseitiges Befruchten, weil hier wieder Innovation entsteht. Aber nicht bei Innovation noch mehr Masse zu machen, sondern Innovation, wie können wir unsere Ressourcen, und die sind gemeinsam für alle, ja? Ob jetzt Eigenmarken, Handelsmarken, ob in allen Ebenen, das ist nur die eine Ressource. Wie nützen wir die gemeinsam intelligent? Um das geht es. Und wir können voneinander lernen. Und das Schöne wäre natürlich wieder, gemeinsam in ein Boot zu kommen und sagen, sowohl wie auch. Und darum das Verbindende. Alles andere können wir uns nicht belassen. Das bewusst gemeinsam Leben, wie du auch gesagt hast, ist da sehr passend in die Richtung, oder Felix Gott hat gesagt, ob wir Hellseher wahrnehmen, um das zu kreieren vor einigen Jahren. Jetzt hast du einen sehr großen Betrieb, den du leitest mit zwei Kollegen. Und bei uns ist einmal eine E-Mail eingetroffen, ja, der Herr Hohensinner hat einen großen Betrieb in die Welt gesetzt, aber er bezeichnet sich als Bauer. Was hat das mit Bauer zu tun? Wo sagst du da die Verbindung bei dir? Ich glaube, ich bin, wir haben mit null begonnen. Ich bin und meine zwei Partner, der Hans und der Franz, wir sind drei Milchbauern hier aus der Region, aus dem Böllerer Tal. Und vom Wesen her hat sich nichts geändert. Wir sind heute noch Bauern, wir produzieren Lebensmittel. So quasi. Und groß oder klein, man muss sich das auch ein bisschen anders vorstellen. Man muss auch mal sehen, was Österreich jeden Tag an Lebensmitteln benötigt. Man muss das einmal auch verstehen. Also quasi, und wenn wir jetzt von einer Inlandsversorgung sprechen, um nur ein paar Zahlen zu nennen. Österreich, weil hier gerade Bananen liegen, verzehrt am Tag ca. 1 Million Kilo Bananen. Ein Vielfaches an Tomaten. Und was haben wir in Produktion? Und so ist es in vielen Bereichen. Wir haben in vielen Bereichen viel zu wenig und in manchen Bereichen viel zu viel. Und diesen Ausgleich müssen wir schaffen, so quasi. Und Bauer zu sein, heißt nicht, ich muss klein sein. Wenn ein Bauer eine kleine Landwirtschaft hat, Selbstvermarktung, die beste Form, was es überhaupt gibt, Gott sei Dank, wird ganz, ganz ein wichtiger Bereich in vielen Bereichen, ja, wo es eben keine Versorgung mehr in der Form gibt, ganz, ganz wichtig, auch für die Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite braucht es eben auch solche Betriebe wie uns, die was wirklich auch Mengen in der Form produziert, wie sie die Menschheit benötigt. Aber auch nicht mehr, nicht weniger. Sehr viele Lebensmittel werden ja weggeschmissen. Wie kann man das in eine andere Richtung bringen? Ja, das ist eine ganz einfache Antwort. Alles, was schmeckt, schmeißt man nicht weg. Und genau hier ist der Hebel in Zukunft in der Produktion. So quasi wertvolle, geschmackvolle Lebensmittel zu produzieren. Das ist das wirksamste Mittel gegen Lebensmittelverschwendung. Ganz eine einfache Antwort. Wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir immer versucht, Effizienzsteigerung zu erreichen, um die Preise schaffen zu können, was man vermeint hat, um das, was wir produzieren müssen. Was ist geworden daraus? Massenprodukte, geschmacklich, nicht mehr top. Und alles war irgendwie schon gleich. Irgendwie gleich homogen, kann sich reinpassen, wo du willst, schmeckt dir alles nicht. Und siehe da, und dann machst du Lebensmittel mit Geschmack. Die Leute sind fasziniert und dankbar. Und ich getraue mir zu sagen, will keine Eigenwerbung machen. Und von meinem Blumenautomat, das möchte ich sehen, was da weggeschmissen wird in Österreich. Das wird ein minimaler Anteil sein, was vielleicht runterfällt und zertreten wird, aber sonst nicht. Und da müssen wir hin.
Schön. Und das wird auch empreist und gewürdigt, das weiß ich. Und eine abschließende Frage noch, Manfred, ihr setzt ja sehr auf Natur und du wirst auch als größter Zoodirektor Österreichs genannt. Was hat das für Bewandtnis? Das klingt jetzt, es stimmt auch, ja. Also wir sind, oder ich bin der größte Zoodirektor Österreichs. Wir haben Millionen von Nützlingen in unserer Frutura der Gemüsewelt, weil wir eben keinen Pflanzenschutz einsetzen, nämlich ausschließlich mit Nützlingen arbeiten und auch die Schädlinge zu bekämpfen. Und wie gesagt, und wir haben, was weiß ich, hunderttausende Hummeln und alles im Einsatz, ist ja auch alles offen. Und ich darf mich wirklich, glaube ich, als größter Zoodirektor Österreichs bezeichnen. Und das ist ja was Wunderschönes. Ja. Wie gesagt, und hier die Natur spüren zu können. Und ja, die Tiere fühlen sich einfach wohl bei mir in den Gewächshäusern. Und das merkt man auch an den Produkten. Schön. Manfred, vielen, vielen Dank für das gemeinsame Wirken. Macht ganz, ganz großen Spaß mit dir. Danke, lieber Georg.